Leute, ja, das letzte Mars-Set oder von Blocky hatte ich ja schon zwei Stück vorgestellt. Die werde ich zum Schluss nach dem Aufbau mal rausholen. Ich kann sie aber euch oben schon verlinken. Es war einmal die Raketenstartrampe und die Mars-Station. Und jetzt haben wir als letztes, ja, im Grunde genommen, also es gibt noch ein paar mehr, wie ihr seht hier, die beiden, aber die habe ich nicht. Ich hatte nur diese drei hier. Und jetzt kommen wir zum Shuttle, zu dem Mars Shuttle als letztes von Clocky Blocky, dem polnischen Hersteller. Gekauft habe ich die bei Klemmbaustein Customs. Ist, glaube ich, auch im Moment der einzige, der Clocky Blocky in Deutschland verkauft. Also wenn euch die Dinger interessieren, findet ihr hier auf jeden Fall was. Seine Tasse könnt ihr da auch kaufen. Schon Geschirrspülmaschinen getestet. Ja, hat alles gehalten, alles super. Schöne Tasse. Kann man immer gebrauchen. Okay, 355 Steine und eine Amy. Ja, leg dich ruhig davor. KB030303. So, ja, genau ist die Nummer. Und ja, die anderen beiden, die waren so okay. So ein bisschen vom Stil her nicht ganz so voll drin oder sowas. Spielsets, okay. War ja, so in Ordnung. Also jetzt nicht herausragend, aber auch nicht total schlecht. Gucken wir mal den Karton von der Rückseite an. Oder das ist, glaube ich, die Vorderseite hier. Ein paar Hinweise auf Polnisch. Und ja, hier kann man sehen, dass wir irgendwie einen Satelliten aussetzen können. Da können wir den Astronauten vorne reinsetzen, wenn wir das aufklappen anscheinend. Und ansonsten haben wir hier nichts Besonderes drauf. Ich würde dann den Karton gleich mal auspacken. Und dann würde ich die ganzen Teile verteilen, aber wir können das auch einmal zusammen machen. Dafür muss ich ihn jetzt nur einmal hier öffnen. Genau, da ist wieder Klebeband dran hier. Jetzt habe ich Amy verscheucht. Es tut mir leid. Amy, es tut mir leid. Aber so große Kartons sind immer ein bisschen Platz. Ja, hier haben wir wieder Karton im Karton. Habe ich schon öfters drüber geredet, ich finde es nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal gehen die Dinger sowieso immer schlecht raus. Und zweitens ist das nochmal extra Müll, ne? Es ist laut, irgendwie. So, den Karton packe ich weg. Und dann haben wir jetzt hier Karton in Karton und auch noch eine Unterteilung hier zwischen. Also muss das sein? Ich weiß es nicht. Wir haben 1, 2, 3, 4 Tüten, eine Anleitung und ein paar Aufkleber. Die waren in jedem Set dabei. Da ist nichts Bedrucktes, bin ich der Meinung, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Also insofern, ja, gucken wir uns einmal die Anleitung an. Es wird so gebaut wie bei Kobi. Das alte wird ausgegraut und das neue wird ja farblich in Normalzustand gezeigt. Lässt sich ganz gut bauen danach, finde ich persönlich. Und wir gucken einmal ans Ende. Wir haben insgesamt 14 Seiten mit 22 Bauabschnitten. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Ja, ich bin gespannt drauf, wie das Ding jetzt ist. Und dann würde ich jetzt einmal die Tüten verteilen und dann anfangen zu bauen. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, bis Schritt 3 haben wir gebaut. Jetzt haben wir so die Grundform des Shuttles. Wie ihr hier unten seht, ist es aus verschiedensten Platten zusammengesetzt und dann eine zweite Plattenschicht drüber, um es zusammenzuhalten. Hier so ganz lange, zweimal, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Also zweimal 16, da haben wir drei Stück. Einen hier unten, zwei hier. Dann viele Schrägteile, wie ihr seht. Ein paar eckige und ja. Das ist dann die Grundstruktur. Da bauen wir jetzt das Shuttle weiter auf. Jetzt kommen ein paar Orangen rein, wie ihr seht, hier, da noch in die, hier rüber. Und ja, dann könnt ihr auch sehen, es werden immer recht viele Platten pro Schritt verbaut. Also insofern lässt sich bisher gut bauen. Ja, Schritt 6 ist erreicht. Bei Clocky Blocky geht es schnell voran. Wie ihr seht, wir waren ja noch hier unten bei der weißen Schicht und haben wir das Orangen darauf gebaut. Und dann haben wir angefangen, hier 18 solche Schrägteile anzubauen, die hier unter durchgehen, hier seht ihr das noch, und hier nochmal schräg sind. Dann haben wir hier 16 solche Scharnierunterteile rangebaut. Alles hier nochmal mit so einem langen
verstärkt und hier mit einer Platte, so dass das nicht mehr auseinanderrutschen kann. Und hier vorne haben wir dann auch noch die Spitze geformt aus so drei Teilen. Also so eins, was so auf der Seite passt, auf der und dann in der Mitte noch so ein abgerundetes. Und dann auch nochmal mit der Platte hier oben verstärkt, dass die drei Teile zusammenhalten. Ja, also stabil ist es auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Lässt sich auch gut verbauen. Die Qualität der Steine ist super. Also alles in Ordnung. Weiter geht's. Schritt 9 ist erreicht und wir haben hier vorne weiter an der Spitze gebaut. Hier dieses abgerundete Teil rangesetzt. Dann haben wir hier zwei Gelenke, die man so nach außen klappen kann, gemacht. Hier zugebaut. Und hier hinten höher gebaut. Und hier jetzt schon zwei Triebwerke angebracht. Die orangenen Teile sind ein bisschen lose, aber sie halten. Also, ja. Und das war's im Grunde genommen. Und dann geht's jetzt weiter. Schritt 12 ist abgeschlossen. Wir haben einmal dieses kleine Teil gebaut. Mit hier Gelenk. Und hier Gelenk. Noch keine Ahnung, was damit passiert. Und wir haben hier die Front weiter ausgebaut. Hier, da ist eine Rundung angebracht. Dann haben wir hier hinten weiter ausgebaut. Drittes Triebwerk. Hier, denke ich mal, irgendwelche Tanks angebracht. Und ja, das war es im Grunde genommen. Aber es entwickelt sich, wie ihr seht. Bis jetzt ist es immer noch stabil. Also soweit alles okay, finde ich. Ja, machen wir weiter. So, Schritt 16 haben wir im Grunde genommen hier in der Mitte das Teil zusammengebaut. Das ist hier rausklappbar. Soll es ein Satellit sein oder eine Kanone? Das ist die Frage. Man kann das auch noch klappen und kann es dann drehen. Oder eine Antenne oder wie auch immer. Ja. Und dann geht das hier wieder rein. Klack, klack. Und dann ist es unten. Ja, keine Ahnung, ob es jetzt ein Satellit sein soll, angedeutet, den man aussetzen könnte. Eine Radarantenne, eine Kanone. Ich weiß es nicht. Ja, machen wir weiter. So, wir haben wieder weiter gebaut. Und zwar einmal hier vorne haben wir das zugemacht. Und das kann man dann jetzt so aufklappen. Beim Zumachen hakt das manchmal ein bisschen, aber es geht eigentlich ganz gut zu. Und wir haben hier hinten, also hier haben wir Bögen rüber gebaut, wie ihr seht. Kann man das sehen? Ja. Also, und jetzt haben wir angefangen, in Schritt 18 das Teil hier zu bauen. Aus 16 solchen Rundteilen, 8 von den Scharnierteilen, oben mit Platten zusammengehalten. Das kommt dann hier rein. Jetzt bauen wir noch das zweite in Schritt 19, dann kommen die, ja, kommen die hier auf beiden Seiten rein. Dann kommt noch unten, hinten das Ruder und von unten noch was dran. Also wir haben jetzt noch 3 Schritte übrig und dann ist er eigentlich fertig. Oder 4 Schritte. Aber die baue ich dann durch, würde ich mal sagen. So, und es ist fertig. Wir haben die beiden Astronauten gebaut. Die kennt ihr schon aus den anderen Videos. Die sehen zweimal genau gleich aus. Und das Shuttle ist ziemlich kompakt. Sag ich mal so, ich habe die Aufkleber noch aufgeklebt. Hier an der Seite Shuttle, da Mars-Expedition, hier irgendwie so ein Gitter. Hier oben das Mars-Zeichen, hier noch was. Da oben drauf und das war es im Grunde genommen. Jetzt können wir das hier im Grunde genommen aufklappen. Das hält auch ziemlich gut. Und können hier das Ding rausklappen. Ja. Hier jetzt ein von den beiden Astronauten reinzupacken, gestaltet sich da dann schon etwas schwerer. Weil das ist doch schon ziemlich eng, wie ihr seht hier. Also ich krieg's mit meinen Fingern da jetzt nicht hin, so richtig einen da zu platzieren, da unten drin, wenn ihr da mal reinguckt. Ja, aber das war's. Mir gefällt's eigentlich ganz gut. Ist so wie die anderen von der Qualität her. Ja, jetzt auch wieder nicht herausragend, aber okay, sag ich mal so. Und auch wieder stabil. Ja, was meint ihr zu dem Set? Würde mich über einen Kommentar von euch freuen, wenn ihr es kaufen wollt, wie gesagt, bei Klemmbaustein Customs. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo auch noch freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dann und tschüss!